Konjunkturzyklus ist, muss man erst einmal ein paar Grundbegriffe kennen. Nehmen wir den Aufschwung. Beim Aufschwung wird der Wirtschaft von der Nachfrage der Verbraucher verbessert. Dadurch steigen auch die Preise. Wo sonst ein Fernseher zum Beispiel 500 Euro gekostet hat, kostet er nun 2000 Euro. Es gibt aber einen Zeitpunkt, wo die Preise und Löhne nicht mehr steigen, den nennt man Boom. Auch die Regierung erhöht nun die Steuern. Sie legen aber einen Teil davon zur Seite. Warum? Dazu kommen wir noch später. Durch die vielen Produkte, die nun produziert werden müssen, müssen die Firmen natürlich auch nachrüsten. Doch die Preise werden durch die anfallenden Kosten so hoch, dass niemand sich mehr etwas leisten kann. Und so wird aus dem Aufschwung und dem daraus folgenden Boom eine Rezession, also eine abfallende Wirtschaft. Die nun aufgerüsteten Firmen wollen aber trotzdem ihr Geld haben, sodass die durch Entlassungen sparen. Doch jetzt können sich die Leute noch weniger leisten. Da kommt das gesparte Geld der Regierung ins Spiel. Denn sie versucht mit dem gesparten Geld diesen Rückschlag zu vermeiden. Doch fast immer reicht es nicht aus und sie machen Schulden bei anderen Staaten, den sie dann beim nächsten Boom wieder abbezahlen müssen. Sie schaffen es nur, die Kurven zu vermindern. Aber der Tiefschlag oder die Depression kommt. Und genauso wie es eine Wendung bei dem Boom gab, gibt es auch hier wieder eine Wendung. Es wiederholt sich alle 4 bis 11 Jahre. Warum? Das weiß keiner so genau.